In dem heutigen Video analysieren wir gemeinsam die COT-Daten der Kalenderwoche 42 für die Rohstoffmärkte. Wenn dich das und mehr interessiert, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Options for Winners. Mein Name ist Thorsten Ebert und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Optionshandel salonfähig zu machen. Es ist mal wieder Wochenende und was macht ein guter Future-Option-Trader dann? Richtig, er analysiert die COT-Daten, die uns am Freitagabend 21.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit von der zuverlässigen CFTC zur Verfügung gestellt wurden. Wir gehen wie immer gleich vor. Wir machen uns erstens ein Big Picture im Analyzer. Zweitens schauen wir uns mitunter die Kursentwicklung in der TradingView an. Und drittens versuchen wir ein Fazit zu finden. Wenn dich das und mehr interessiert, dann bleib dran. Wie immer starten wir hier im Analyzer. Der Analyzer ist bereits aktualisiert. Für alle, die neu sind, das ist ein Tool, welches die COT-Daten direkt von der CFTC hier reinlädt und so aufbereitet. Das habe ich programmiert und du kannst es auch käuflich über meine Homepage erwerben, also Options for Winners, dann scrollst du ein bisschen runter. Hier kannst du es bestellen, aber wenn dir das Screenshot reicht, kannst du es dir auch kostenlos hier anschauen, optionsforwinners.de. Und dann gehst du auf Reports, CODDIS Report, und da wird dir das Screenshot jeden Samstag aktualisiert zur Verfügung gestellt. Und du kannst es dir natürlich noch einfacher machen. Du wirst Mitglied im Options for Winners Circle, eine kostenlose und unverbindliche Mitgliedschaft. Dann bekommst du diesen Screenshot jeden Sonntag per E-Mail nach Hause geschickt. Und du hast die Möglichkeit, dich hier drüber für den internen Mitgliederbereich kostenlos zu registrieren. Da hast du noch einiges mehr an Content. Wir gehen jetzt aber zurück. Wie gesagt, der Analyzer, der zieht sich die Daten vom Disaggregated Report, der ist subgruppierter als der Legacy. Hier hast du zum Beispiel die Commercials aufgeteilt in Producer und Swap Dealer, wobei hinter den Producern auch noch die Verarbeiter stehen. Hier haben wir auch die Money Manager, das sind die Großspekulanten, und alles, was nicht darunter fällt, findest du hier unter Other Reportables. Das USP dieses Analyzers ist die Gap-Betrachtung, das heißt, wir schauen uns den Abstand zwischen den Producern und Money-Managern, Netto-Positionen an, und wir machen ja Counter-Trend-Trading, das heißt, wir suchen nach Extremen, und wenn der Abstand sehr, sehr groß ist, dann lässt es vermuten, dass der Kurs bald fällt. Dann haben wir hier auch ein Short-Signal mit der Farbe Rot. Wenn der Abstand sehr, sehr klein ist, dann lässt es auf Basis der COT-Daten vermuten, dass der Kurs bald steigt. Dann haben wir auch hier die Farbe Long. Wie du siehst, haben wir unterschiedliche Perioden. Also wir haben Indexbetrachtung für 26, 52 Wochen und 3 Jahre. Und wenn hier alles rot oder grün ist, heißt das für uns, der erste Teil der Komplettanalyse ist erledigt. Das ist nämlich die COT-Analyse. Die ist nämlich ein Teil der Analyse. Das heißt, meine Trades basieren nicht nur auf die COT-Daten, und das bitte ich auch dich zu vermeiden, dass du nur die COT-Daten als Basis für deine Trades nimmst. Da kommt noch vieles anderes nämlich danach, zum Beispiel die Terminstrukturkurve, Open Interest, Saisonalitäten und natürlich auch am Schluss vielleicht eine technische Analyse. Das ist die Komplettanalyse, also die COT-Datenanalyse ist nur ein Teil. Wir haben hier auch die Gruppierung Energy, Grains, Meats, Metals und Softs, und wir gehen die jetzt durch. Wie gesagt, wir fangen immer mit der Abstandsbetrachtung an, und für uns sind Farbe Rot für Short und Farbe Grün für Long interessant. Alles, was dazwischen ist, hat für uns kein Signal, und da gehen wir auch gar nicht weiter drauf ein. Wenn wir jetzt uns mal anschauen und wir starten direkt mit Heating Oil, da sehen wir, dass der Abstand sich wieder verringert hat. Das ist natürlich jetzt weniger Bestätigung für Short, und wir sehen auch, dass auf 26 Wochen es jetzt gelb ist. Letzte Woche war es rot. Hier hat sich sozusagen unser Short-Signal ein bisschen verringert. Dennoch sind wir auf 52 Wochen und 3 Jahre rot. Bei den restlichen Energies ist alles gelb, das heißt, da haben wir No Signal, aber interessant ist trotzdem vielleicht mal die einzelnen Marktteilnehmer zu sehen. Bei Natural Gas, da sind wir ein Mega Short auf der Produzentenebene, aber auf der Großspekulantenebene sind wir auf 26 und 52 Wochen Long. Gehen wir weiter zu den Grains. Bei den Grains sehen wir relativ viel Grün.
Das ist jetzt bei Weed diese Woche auch der Fall. Da hat sich der Abstand stark verringert. Jetzt sind wir auf 26, 52 Wochen im grünen Bereich, sowohl auf Produzenten- als auch auf Money-Manager-Ebene. Aber hier auf der 3-Jahres-Ebene, da sind wir noch weit weg von einem Long-Signal. Das muss man natürlich sich auch anschauen. Das gleiche auch für Mais. Da hat sich der Abstand jetzt auch reduziert. Wir sind auf 26, 52 Wochen im Long-Bereich, sowohl auf Produzenten- als auch auf Money-Manager-Ebene. Aber auch hier, da sind wir noch ganz weit von Long weg. Rough Rice, also Reis, da sind wir alles gelb, brauchen wir uns nicht anschauen. Bei den Sojabohnen, da hat sich der Abstand weiter verringert. Wir sind jetzt auf 26 und 52 Wochen auf Rekord. Das sieht man hier an den 0%. Bei den 3 Jahre, da sind wir noch auf 39%. Das heißt, ab 20% und kleiner, da werden wir long. Da sind wir auf jeden Fall schon deutlich näher dran, als jetzt beispielsweise bei Weizen und bei Mais. Sojabohnen, Öl, alles im gelben Bereich, brauchen wir uns nicht anschauen. Und bei Sojabohnenmehl, ähnlich fast wie bei Sojabohnen, da fehlt es natürlich noch ein bisschen mehr bei 26 und 52 Wochen, um auf Null zu kommen. Es ist auch auf beiden Seiten so, also auf Produzenten- und auf Money-Manager-Ebene. Bei den 3 Jahren, da sind wir sogar bei 30. Also da sind wir nicht weit weg vom grünen Bereich, aber muss hier auch sagen, der Abstand hat sich jetzt wieder erhöht. Und wir kriegen ja mehr Long, wenn er sich verkleinert. Das heißt, jetzt ist hier sozusagen ein Schritt zurück. Aber Sojabohnen und Sojabohnenmehl weiterhin interessant sich anzuschauen. Gehen wir jetzt zu den Fleischmärkten und da fangen wir auch mit den Lean Hogs an. Bei den Lean Hogs sind wir auf 26 Wochen im Long-Bereich. Der Abstand hat sich hier auch verkleinert, also positiv, aber 52 Wochen und 3 Jahre, da fehlt noch einiges. Es ist noch hinzuzufügen, dass sowohl auf 26 Wochen bei den Produzenten als auch bei den Money Managern das Long vorhanden ist. Das heißt, hier sehen wir auch eine homogene Entwicklung. Das ist immer schön, wenn wir auf beiden Seiten die gleiche Signalgebung bekommen. Der Rest brauchen wir uns nicht anschauen, alles im gelben Bereich. Palladium, ja, ich weiß, für uns Optionshändler nicht interessant, aber der ein oder andere, der Future Traded, der guckt ja auch zu. Wir sehen hier eine minimale Veränderung, hier ist ein Aufbau des Abstandes, also andersrum wäre es uns lieber. Trotzdem sind wir in allen 3 Perioden grün, sowohl auf der Produzenten- als auch auf der Großspekulantenseite. Den Rest brauchen wir uns wirklich nicht anschauen. Wir sind jetzt bei Platinum und Silber wieder komplett im gelben Bereich, also schwimmen im Mittelfeld. Bei Kupfer, da sind wir jetzt auf 26 Wochen rot, der Rest ist gelb. Und bei Gold, da sind wir jetzt im gelben Bereich. Obwohl man hier vielleicht noch hinzufügen sollte, auf der Produzentenseite sind wir noch long auf 52 Wochen und 3 Jahren und viel, muss man auch sagen, fehlt ja nicht auf der 26-Wochen-Ebene. Bei den Softs, da sehen wir jetzt bei Baumwolle nur noch auf 3 Jahre rot, sowohl auf Produzenten- als auch auf Money-Manager-Seite. Bei den folgenden 3 brauchen wir nicht drauf hinausgehen, weil alles gelb. Bei Zucker, da sehen wir jetzt auf 26 und 52 Wochen ein Long-Signal, also der Abstand hier hat sich auch ordentlich verringert. Wir sehen aber auch, dass jetzt hier bei den Money Managern auf 3 Jahre sogar noch Short hier signalisiert wird. Kaffee, und das ist jetzt sozusagen der letzte Rohstoff, den wir uns angucken, da hat sich der Abstand minimal aufgebaut. Wir sind aber auf 52 Wochen und 3 Jahre im Short-Bereich, also ist rot. Das ist aber nur bestätigt bei der Produzentenseite auf 3 Jahre. Und bei den Großspekulanten, bei den Money Managern sind wir sogar in allen 3 Perioden short, also rot. Jetzt wechseln wir in die Trading View. Ja, hier in der Trading View starten wir jetzt auch mit Heating Oil. Da haben wir gesehen, da waren wir die ganze Zeit rot. Das ist jetzt weg. Das sieht man jetzt hier am Hintergrund, am Background. Hier sind wir nicht mehr rot. Es hat sich hier leicht abgebaut. Die Indikatoren übrigens, die sind ja ähnlich wie der Analyzer, das hier ist. Heißt, hier haben wir die Abstandsbetrachtung mit dem Gap Indicator. Das ist das erste, was ich mir anschaue. Und dann gucke ich mir natürlich noch an, wie ist jetzt beispielsweise das Gap im Vergleich der 26, 52 Wochen und 3 Jahre. Je dunkler die Linie, desto kürzer die Periode. Das heißt, die ganz dunkle Linie ist 26 Wochen, die ganz helle ist 3 Jahre. Und hier sieht man bei den PMPUs, wie sich es verändert hat. Hier waren wir noch im ganz roten Bereich und jetzt spielen wir hier teilweise sogar im Mittelfeld. Bei den Money Managern sind wir noch komplett rot.
Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht mehr interessant. Wir können uns jetzt mal die technische Indikation angucken. Da waren wir noch kürzlich sehr short, also auch die ganze Zeit. Und der Kurs ist trotzdem gestiegen. Und daran erkennst du auch, dass die COT-Daten definitiv nur ein Teil der Analyse sein sollten. Wir gehen jetzt weiter zu Weizen. Also wir gucken uns jetzt Weizen an. Und da klicken wir hier drauf, da haben wir ja auch gesagt, und da sieht man hier schön, hier sind wir im Long-Bereich, aber hier sind wir noch im Mittelfeld, und da sieht man hier nicht nur beim Index, das heißt auf 3 Jahre ist der Abstand im Mittelfeld, und da ist der gar nicht long, also da ist der gar nicht mega klein, sondern nur im Mittelfeld, und wir bekommen eine ähnliche Bestätigung von PMPU, also von dem Produzenten, und hier auch von dem Großspekulanten, von dem Money Manager, also da fehlt es noch ein bisschen. Schauen wir uns die technische Indikation zudem an, da haben wir weder noch, also keine wirkliche Bestätigung. Jetzt gehen wir weiter zu Korn. Bei Korn, da sind wir halt hier zwar im grünen Bereich auf 26 und 52 Wochen, das heißt auf 26, 52 Wochen ist der Abstand schon sehr klein, aber hier sieht man, wenn man das auf 3 Jahre sieht, dass ihr seht, dann ist man schon eher im Short-Bereich als im Long-Bereich, also da fehlt noch einiges. Wenn wir uns die technische Indikation jetzt nochmal vergegenwärtigen, hier waren wir erst kürzlich long, momentan haben wir keine wirkliche Aussage von der technischen Indikation. Wechseln wir jetzt zu Sojabohnen. Bei Sojabohnen sehen wir auch, wir sind hier noch mit dem Gap, das sieht zwar sehr, sehr klein aus, auf 26, 52 Wochen sind wir auch auf Rekord, das sieht man hier an den 0, aber hier 39, wie gesagt, da sind wir noch ein bisschen zwar näher am Grün, aber schwimmen fast noch im Mittelfeld. Auf 3 Jahre, da fehlt noch ein bisschen mehr die Bestätigung, die Indikation auch hier zurzeit nichts Wesentliches. Wenn wir uns jetzt nochmal Sojabohnenmehl, das ist ja, sage ich mal, ähnlich gestrickt gewesen hier, auch ein kleiner Abstand, aber das gleiche Spiel wie bei Sojabohnen, gucken wir uns an, auch hier zurzeit kein Signal, Bestätigung technischerseits für ein Long. Ja, bei den Fleischmärkten, da gucken wir uns jetzt Lean Hogs an, da hatten wir auf 26 Wochen, ja, sieht man auch hier, sind wir im grünen Bereich. Bei den anderen beiden, ja, da ist man schon fast mehr im roten Bereich. Also wirklich keine eindeutige Aussage. Gucken wir uns hier auch nochmal die technische Indikation an. Ah, okay, hier sieht man schon long. Hier sind wir auch auf 26 Wochen long. Für mich reicht das aber wirklich nicht aus. Jetzt gehen wir nochmal zu Gold, weil da halt sehr viel Interesse dran ist. Wie hat sich denn Gold in der letzten Zeit entwickelt? Wir haben ja schon so ein bisschen Kursantrieb bekommen. Es fehlt hier aber noch was. Wir sehen aber trotzdem, wir sind nah am grünen Bereich. Wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, hier technisch, nee, da haben wir jetzt zurzeit keine Bestätigung. Und eins sei vorweg gesagt, ich glaube auch, dass die Vola sehr, sehr gering ist. Und das ist ja unser Eintrittskriterium als Stillhalter, die hohe Vola. Da fällt es doch sowieso weg. Ja, von den Softs gucken wir uns doch nochmal Zucker an. Gucken wir uns hier Zucker an, da sind wir ja, wie gesagt, zwar hier im grünen Bereich, hier sind wir aber nah am roten und hier sind wir sogar im roten Bereich. Also das reicht für mich nicht aus. Wir gucken uns jetzt hier nochmal an, wir bekommen jetzt hier auch keine wirkliche technische Bestätigung. Da brauchen wir auch nicht näher drauf eingehen. Wir wechseln dafür deshalb auch direkt jetzt zu Kaffee. Und bei Kaffee, da sehen wir zwar, hier sind wir sehr nah am Short-Bereich, also wenn wir Index sind, das heißt, der Abstand ist schon groß, aber noch nicht groß genug. Und hier sehen wir bei den PMPUs, wo wir sind, da sind wir sozusagen bei 26 auch schon näher am grünen als am roten Bereich, obwohl Money Manager sind alle rot. Wir können jetzt mal gucken, bekommen wir dann von der technischen Indikation ein Short? Nee, zurzeit nicht. Ja, also wie gesagt, die Ausbeute diese Woche ist nicht allzu groß. Für mich ist jetzt auf jeden Fall noch weiterhin interessant Sojabohnen und Sojabohnenmehl. Ja, das war mal wieder die Analyse der COT-Daten für die Rohstoffmärkte. Und was ist uns hängen geblieben? Leider nicht viel. Diese Woche war es aus der Perspektive der COT-Daten nicht ganz ergebnisfreudig. Weiterhin interessant sind auf jeden Fall Sojabohnen und Sojabohnenmehl. Und bei den anderen Rohstoffen, ich glaube, da brauchen wir nicht lange warten, bis wieder ordentliche Signale kommen werden.
Wenn dir das Video gefallen hat und du bist noch nicht Abonnent dieses Kanals, würde es mich natürlich freuen, wenn du diesen Kanal jetzt abonnieren würdest. Ich freue mich über jeden Daumen hoch, über jedes Kommentar. Verweise wie immer gerne auf meine Social Media Kanäle Instagram und Facebook und natürlich auf meine tolle Homepage www.optionsforwinners.de. Ich wünsche dir weiterhin einen schönen Sonntag und wie ich immer so gerne sage, Happy Trades, bye bye.